Einen wunderschönen guten und wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder mit Saskia unterwegs. Und zwar sind wir jetzt gerade in einer ehemaligen Fabrik aus DDR-Zeiten. Und die habe ich auch schon lange im Blickfeld, weil diese Fabrik wird irgendwann nicht mehr existieren. Hier sollen mal Wohnungen entstehen. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Das ist ein Vertrieb der DDR gewesen. Und die hatten den Namen GHG. Will einigen euch jetzt wahrscheinlich gleich ein Begriff sein. Ich muss jetzt definitiv nochmal googeln, weil das ist so lang, das kann ich mir nicht merken. Bei meinen Gedächtnisproblemen, die ich habe. Genau. Großhandelsgesellschaft. Danke. Scrollen wir einfach mal irgendwo hin. Cookies akzeptieren. Ey, das ist schlimm mit den Cookies. Überall soll man Kekse akzeptieren. Wo ist denn jetzt das? Großhandelsgesellschaft und Waren des täglichen Bedarfs. Kurz GHG. Ich glaube, WDF gab es dann hinten auch noch. Ja, zumindest dieses Gelände, wo wir uns jetzt hier befinden, war damals mal sowas. Hier neben befindet sich noch ein anderes Gebäude. Das hat was mit der Konsumgesellschaft zu tun gehabt. Aber das Augenmerk haben wir heute nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist schweinekalt, es ist frühs. Ich habe jetzt schon Eispfoten. Scheint auf jeden Fall schon von anderen Leuten auch besucht zu sein. Hier gibt es eine richtige Fährte, frische Spuren, auch Äste, die abgeknickt sind. Die letzten zwei Jahre war das wirklich komplett dicht gewesen. Nach der Wende wurde das natürlich hier geschlossen, wurde von wechselnden Firmen genutzt. Hier waren Fuhrparkunternehmen drauf gewesen, ein Wachschutz war hier drauf gewesen. Als letzteres waren hier Hobbyschrauber drauf, weil hier gibt es auch Werkshallen, wo die LKWs immer drin standen. Und da wurden die Garagen genommen, um Fahrzeuge zu reparieren. Ja, und dann hat das irgendeine Immobilien-AG gekauft. Und dann mussten hier schlagartig innerhalb von kürzester Zeit alle Leute runter. Und seitdem steht das Gelände hier brach und es ist bisher noch nichts passiert. Aber bevor was passiert, wollten wir uns das hier nochmal angucken. Ja, man kommt hier frei überall rein, ist offen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn noch einmal. Wie gesagt, mir ist kalt, sprechen fällt mir gerade schwer. Los geht's, viel Spaß euch. Ja, das da drüben ist dieser Komplex, den ich gemeint habe. Diese Garagen, die wurden von Hobbyschraubern genutzt. Also wenn man hier immer auf der Straße vorbeigefahren ist und auf das Gelände geguckt hat, dann hat man halt immer gesehen, die Tore waren offen, irgendwelche Leute haben da gesessen, geschraubt oder ein Bierchen getrunken oder am Grill gesessen. Und jetzt ist hier nichts mehr los. Ja, so, hier haben wir, wow, erstmal einen Haufen Müll. Ja, das Phänomen, was wir ja von Lost Places so kennen, ein Haufen Müll, aber wirklich fast bis an die Decke gestapelt. Hat man sich hier allen möglichen Scheiß entledigt. Aber, das haben vielleicht einige jetzt schon gesehen, bevor ich hier reingefilmt habe. Guckt euch das mal an, ey. Ein Tonbandgerät. Und das ist noch voll intakt. Ich würde das gerne mal... Ey, guckt euch das mal an. Ja, wir waren ja letztens auf dem Place. Da war genau die gleiche, auch von der Firma Tesla. Das Ding war bloß total zerkloppt gewesen. Also hier wäre echt zu wissen, ob das noch funktioniert, wa? Geil. Schade, schade, schade. Nun gut, wir schauen mal. Also ich will auf jeden Fall, hier will ich rein. Hier hat mir auch mal ein Bekannter gesagt, Grüße gehen raus an Sandy. Ist einer von denen, der hier damals auch geschraubt hat. Hier soll wohl auch noch eine alte Waage von damals stehen. Irgendwo im Keller. Also die waren hier damals auch mal drin. Und die würde ich mir auch gerne mal anschauen. Aber was mich wundert, hier stehen doch irgendwo auch noch, hier stehen noch Autos rum. Also ziemlich alt aus, oder? Das Auto da hinten ist alt, das ist ein alter Golf, aber hier ist bestimmt doch noch irgendwas los. Ach, vielleicht könnt ihr das erkennen, also hier stehen überall noch Autowracks rum und da hinten steht so ein alter Golf. Der sieht jetzt nicht unbedingt aus, als wenn der hier abgestellt wurde, weil man den nicht mehr haben will. Auf jeden Fall ist so ein bisschen Unwohlsein dabei. Ja,
Ach so, hier hat man das, seht ihr das, von Enzo gemacht. Tja, wenn wir nicht reinkommen, kommen wir nicht rein. Ne? Da drin stehen Fahrräder. Hier ist abgeschlossen. Ja, die sind hier aber schon lange nicht mehr. So, hier ist, glaube ich, der Wachschutz damals drin gewesen. Ich filme da jetzt auch nicht hoch, weil hier ist noch ein bisschen Werbung dran. Ne? Aber ist zu, hier ist alles zu. Aber hier ist trotzdem, ich habe wieder so ein bisschen Herzrasen. Und das ist immer so ein Zeichen, dass ich diesen Schalter hier umlegen will. Und dann weitergehe. Hallo, hallo, schläft hier einer? Oh, hier riecht schon wieder nach tiefsten Osten. Ja, hier drin ist auf jeden Fall schon ein ziemlicher Zerfall zu sehen. Ich glaube, das ist heute doch wieder so ein Wink mit einem Zaunfall, weil hier ist doch wirklich alles ziemlich gut zugemacht. So, jetzt gucken wir hier mal nochmal. Ist auch zu. Nee, hier ist offen. Hier kann man reingehen. Schauen wir mal nach. Ja, und hier haben wir gleich mal ein paar Batterien. Ne? Haben wir schon öfters vorgefunden, meistens in alten Bunkeranlagen oder Ferienanlagen. Wenn ihr euch Klaus Heider erinnern könnt, das Stasi-Ferienlager, da gab es einen Raum, wo man dann überall diese Batterien hatte, für den Fall, dass mal Stromausfall war. Wurde dann eine Zeit lang über diese Bleiakkus versorgt. Ja, hier haben wir gleich dieses tolle Phänomen von abblätternder Lackfarbe. Aber wir bewegen uns hier mal auf jeden Fall ein bisschen leiser. Hallo? So viel zu leise. So, schauen wir mal. Kalender von 1993. Boah, da liegt ein Mixer. Toilette und Dusche. Das ist hier verrottet. Ja, Leute, guckt mal hier. Das ist ein Mixer. Das ist ein toller DDR-Mixer. Ich kann euch jetzt leider gerade den Namen RG5 oder so muss das sein. Ha, ich bin gut, guckt da. Das ist der RG5. Der kam vor dem RG28. So, hier haben wir ein Büchlein. Hier steht drauf die Waren. Natürlich könnt ihr das jetzt nicht sehen, das ist klar, weil hier steht auch der Ort, wo wir sind drauf. Steinbuscher? Keine Ahnung, was ist ein Steinbuscher? Da steht Schnittkäse. Ach, Schnittkäse, Steinbuscher, Schnittkäse. Schnittkäse, 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 okay. Schnittkäse, Scheibletten, Limburger. Also hier haben wir alles, was mit Käse betrifft. Das scheint hier so sowas wie ein Katalog zu sein von den Waren, die es hier damals gab. Und die dann in die ganze DDR verteilt versendet wurden. Boah, die Toiletten sehen ja krass aus hier, ey. Guck mal. Hier ist mal das Rohr irgendwann geplatzt. Heizrohr. Anlagen wurden auf jeden Fall noch nach der Wende genutzt. Wenn man hier guckt, hier ist zwischendurch, sind die Rohrleitungen ersetzt worden. Auch leer geräumt hier. Also ob wir hier jetzt noch groß das vorfinden werden, keine Ahnung. Das ist unheimlich, der Ort hier ein bisschen, oder? Oh, einer meiner Lieblingsorte. Gänge, wo die Türen offen stehen. Was?
Was ist denn hier los? Was, lecker? Ach so. Ach hier, das war der Batterieraum vielleicht gewesen. Hier liegen mich auch wieder diese Akkus. Könnt ihr das Glitzern sehen? Hier ist nämlich eiskalt unten drin. Ja, das ist hier die ehemalige... Guck mal, da unten ist die Wasseruhr. Die erkennt man gar nicht mehr. Das war hier mal die Hauptleitung gewesen. Ja, und hier, es liegen noch mehr. Also, ja, hier war wahrscheinlich mal dieses Notaggregat. Da hinten sind noch irgendwelche Flüssigkeiten und man sieht hier noch ein bisschen so die Konstruktion. Da hinten ist eine komplette Batterie noch, aber der Glasbehälter ist schon kaputt. Und da sind irgendwelche Flüssigkeiten. Also ich will jetzt nicht hier unten reingehen, nein, also kein Bedarf. Aber auf jeden Fall glaube ich, auf diesen Gestellen da hinten waren die dann angebracht. Da hinten ist auch ein Kabel, was rausgeht. Und dann gab es hier noch eine Notversorgung für eine gewisse Zeit, wenn Stromausfall war. Und ich kann euch sagen, der Ort, an dem wir gerade sind, da gab es öfters damals mal Stromausfall. Das hatte was mit der Fabrik zu tun, die hier damals war. Da standen Hochöfen und wenn die Hochöfen hochgefahren wurden, dann wurde in sämtlichen Sektoren der Strom für mehrere Stunden abgeschalten. Und ich habe ja damals auf dem Dorf gelebt, das habe ich euch schon mal in einigen Videos auch erklärt. Die Dörfer, die wurden generell, da wurde der Strom dann für 2-3 Stunden lahmgelegt. Ja, also alle Leute von früher, die kennen das, jeder hat Kerzen zu Hause gehabt. Ja, und wenn die Öfen dann hochgefahren sind, irgendwann, dann wurde der Strom wieder angeschaltet. So, hier ist zumindest der Raum, der scheinbar für die Elektrik damals zuständig war. Transformator, Trennschalter, alles abgebaut worden nach der Wende scheinbar. Hier liegt noch ein Haufen rum. Ersatzteile. Drehstromzähler von kein Made in Poland. Ah, ja. Oh, hier ist ein nagelneuer Zähler drin. Der wurde 22 eingebaut. Steigleitung, Telefonzentrale. Ja, weicher Fußboden. Hier sieht man mal die Anlage offen. Also wer sich hier drin aufgehalten hat, der war in Lebensgefahr, würde ich jetzt mal behaupten, weil hier war diese offenen Leitungen hier. Krass, dass das noch so gut erhalten ist. Ich glaube, ich hole jetzt mal den Scheinwerfer raus. Ja, also, ja Leute, das ist hier eine Lampe, die hat mal Saskia irgendwann mal gekauft. Das ist so eine Billiglampe, die eigentlich ganz cool ist, die ist schön hell. Aber der Lichtkegel ist einfach zu klein, das seht ihr sogar. Ja, das ist was für längere Räume und so oder für große Räume, aber für hier finde ich das eher unangebracht. Das heißt, ich hole jetzt meinen Scheinwerfer aus dem Rucksack. So wie jetzt hier zum Beispiel, hier kann man mich schön nach hinten leuchten. Kommt der nächste auf unsere Bunkerturm mit. So, zack und aus. Ja, Saskia hat hier gerade auf dem Fußboden was entdeckt. Hier diese ganzen Karten, die hier rumliegen. Das sind Kleiderkarten. Kennen vielleicht einige von euch auch, die auf größeren Betrieben arbeiten. Ist bei uns auf Arbeit auch so. Wenn irgendwas geändert werden muss oder neue Klamotten gebraucht werden, dann hat man das auf diese Karten eingetragen. Und dann wurden die zu einem anderen VEB-Kombinat gebracht und wurden dann da abgeändert. Das ist bei mir auf Arbeit heute auch noch so. Wenn ich einen Schaden habe an der Hose, muss ich da eine Karte ausfüllen und dann kommt das Dienstleisterunternehmen und nimmt das mit. So. Alles voll mit den Dingern. Aber ist auch alles leer geräumt hier. Ja, uns ist auch gerade aufgefallen, also wir sind ja hier im Keller, hier ist alles voll mit sanitären Anlagen, überall Duschräume und Toiletten. Was das hier mal war, keine Ahnung. Aber es kann sein, dass das hier vielleicht das Klamottenlager oder sowas war, dadurch, dass du gerade die Karten in dem Raum gefunden hast. Sanitäre Anlagen und Kleiderkammer hier im Keller. Aber ich bin auch hier wieder stark in der Hoffnung, dass vielleicht einige ehemalige Mitarbeiter dieses Video sehen und vielleicht können sie ja was dazu schreiben. Aber bitte natürlich nicht den Ort verraten, das ist klar. Ne? Cool. Ja, das wurde hier gebaut von der Firma Junkers.
Eine wahrscheinlich Klimaanlage, ja, Belüftungsanlage. Das gehört hier noch dazu. Ja. Der Handschuh. Mag keine Stiefel. Was ist das hier? Das ist von später. Und hier hat einer auf jeden Fall sehr viel Durst gehabt, denn hier gibt es leckeren Tafelwein. Lieblich von Falkenthaler. Und bitte die Tür schließen, wenn es geht, leise. Oh, hier ist auch wieder alles voll. Hier ist ein Rechnungsbündel. Ja, das ist ein Rechnungsbuch mal gewesen. Ja, in einer Schrift, die man nicht lesen kann. Und lange Gänge. Hier ist wieder was mit Fliesen. Ich habe gerade an Ratten gedacht. Und dann sehe ich das hier, Rattenköder. Okay, eine Durchreiche. Ein alter Gasboiler. Überall leere Räume. Ja, schöne Lamellenheizung. Ja, spannend, der Raum, spannend. Gut, wir versuchen mal jetzt in die erste Etage zu kommen. Aber hier, wir sind jetzt ja in dem Keller. Hier soll ja eigentlich irgendwo eine Waage stehen. Aber ich denke mal, dafür müssten wir mich da lang. Nee, ich will ja da in den Keller, ich will was suchen. Ja, aber ich will da hinten den anderen Gang runterlaufen noch. Das wird schon wieder ein langes Video. Das sehe ich jetzt schon. Das will ich eigentlich auch nicht. Ja, das war hier mal ein Lagerraum. Hier waren sogar mal Zettel dran, was hier wahrscheinlich gelagert war. Das erkennt man aber nicht mehr. Wir gehen einfach jetzt mal in den Keller hier runter. Telefonverteilung. Mal, wo er hier hinkommt. Okay, hier ging man mal raus. Interessante Konstruktion, was sie hier so gebaut haben für Abwasser. Hallo? Unheimlich auf jeden Fall hier. Ja. Hörst du das? Hier. Ah, hier durch die Leitung, hier läuft Wasser. Ist wahrscheinlich Regenwasser oder sowas. Oh, das ist gar nicht so lange her, das Bier. Ich sag mal, vielleicht vor 2 Jahren getrunken. Bier hält ja auch, glaube ich, 1, 2 Jahre. Das ist hier ein Kompressor für Druckluft. Gütesiegel ist vielen Ziel im Wettbewerb. Eine Zwende. Von Tribüne von 79. 1979, 15 Pfennig. Organ des Bundesvorstands des FDGB. Unterricht im Lehrfach Fröhlich sein. Okay. So, liebe Leute, hier sehen wir auf jeden Fall eine Klassengruppe, die sehr, sehr glücklich in die Kamera geschaut hat und wunderschöne Bilder gemalt hat. Total schön. Besonders der da. Der sieht aus, als wenn er sein Bild gleich anknabbert. Okay, das ist natürlich schön. Wir haben ein bisschen Zeitgeschichte hier gefunden, ein bisschen was. Ne, Ist auch jetzt... von 79. Ne, ist ja von 79, hat er gesagt.
Und die andere daneben? Ach so, ja, die ist, das ist die gleiche. Die steht da Das absolut daneben. gehört wahrscheinlich zusammen. Ey, meine Mutter. Okay, hier scheint mal. Ah, guck mal. Hat man mit einem Zwo-Gurt einfach das mal zugemacht, damit die Luke nicht aufgeht. Ja, hier werden Leute über allen möglichen Wegen wahrscheinlich Zugänge gefunden haben, um hier reinzukommen. Hier war irgendwo, genau, hier ist eine Lagerhalle. Und das sind hier unheimliche Türen, sehr dicke Tür. Hat wahrscheinlich aber den Hintergrund, aber mit Lucky 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 Loch. Weil hier ist eine Anlage drin, die laut war. Das ist eine Kühlkammer gewesen, glaube ich, hier. Das ist so ein Kühlsystem. Ja, das ist eine Kühlkammer. Hier ist nämlich der Thermometer. Schon sehr oft gesehen, aber das ist das, was hier am besten intakt ist. Das würde wahrscheinlich sogar noch funktionieren. Und darüber wurde dann die Anlage hier geregelt. Das ist auf jeden Fall sehr sauber. Ja, ich habe die Waage gefunden. Alles ratzeputze leer. So, an der Stelle nochmal Grüße gehen raus an Sandy, wenn du das siehst. Ich denke mal, das ist die Waage, die du gemeint hast. Eine richtig schöne, alte, sehr alte Waage. Guckt euch das mal an. Ey, sieht die toll aus? Wow. Tragkraft 700 Kilo. Die geht sogar noch. Also der, wenn ich mich hier bewege, der Zeiger bewegt sich ganz leicht. GHG. Ich will das Firmenlogo sehen. Scheiße. Da wurde schon ein bisschen was abgebaut. Schickes Ding. Ich hätte es echt gern gewusst, wann die gebaut wurde. Aber hier ist nirgendwo ein Siegel drauf. Ey, wir können uns ja mal beide draufstellen. Ey, guck mal, die funktioniert nicht. Krass. Wir sind fett. Ja, wir sind schön fett, oder? 470 Kilo, Alter, stehen hier gerade drauf. So, jetzt gehen wir runter. Aber sie funktioniert noch. Vor allem guckt euch mal die Technik an, wie sauber die da drinnen noch ist. Geil. So, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das Ding wird hier wahrscheinlich mal abgerissen oder umgebaut zur Wohnung und das Ding fliegt hier weg. Ja, das was schmeißen die dann auf den Müll. Ja. Gut. Was haben wir hier? Das ist ein Ofen. Das müsste ein Ofen sein. Ja, das ist eine Heizung. Wurde wahrscheinlich dieser Raum hier nur beheizt? Das ist hier so, sieht irgendwie aus wie ein Büroraum, ja. Ja, nee, keine Ahnung warum. Die hat vielleicht jemand drin gesessen und hat auf den Käse aufgepasst, damit der nicht wegrennt oder so. Guck mal, hier ist nämlich auch wieder, das ist ein Kühlaggregat. Hier sind überall Kühlaggregate. Kühlstelle. Hier muss, ja, das war hier so ein Raum. Hier, weil hier ist eine Heizung drin, dann hast du da drüben eine Heizung und das ist ein Fenster, was du aufmachen konntest. Und da hat hier unten wahrscheinlich in den ganzen Tag gesessen, in diesem Kühlraum. Das muss ja langweilig gewesen sein. So, was haben wir denn hier? Das sind alles Sachen. 2001, Echt, das ist ja frisch. Nein, hier steht 2002, aber da Das steht ist alles, das ist 2001. alles nichts von damals. Aber da sind irgendwelche Substanzen drin. Die sehen ziemlich Die sind sehr flüssig. Was steht da? Tradition der Küche. Okay, das lassen wir mal die Vorstellung den Zuschauern. Ja, schön. Ja, da hinten können wir wieder hochgehen, glaube ich. Klingelaufzug. Der Aufzug ist da oben. Hier hat man schon Anker gesetzt. Ah, das war damals schon gemacht worden, damit das zusammenhält. Ja, das ist der Kühlkeller. Und
kommt man hier wieder hoch. Ist auch wieder ein alter Boiler. Das ist eine Taube, oder? Hört ihr das? Was ist das? Psst, schön leise sein. Ist noch an. Guck mal, Leute, die Sonne scheint. Aber das ist nur ein Schein, es ist kalt draußen. Also ich vermute mal, das ist eine Taube. Hier ist mich alles voller Taubenscheiße. Hier ist die nächste Kühlkammer. Das war also ein Kühlhaus war das hier gewesen. Hier ist alles voller Taubenscheiße. Kubi, 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 wo ist das Täubchen? Bleh. Pass bloß auf, wo du hinlatschst. Ja. Tragfähigkeit des Bodens 750 Kilo pro Quadratmeter. So, da hinten hat auf jeden Fall mal jemand gewohnt. Das ist nämlich eigentlich sowas, wo ich ja auch mit rechne, dass hier vielleicht doch jemand schläft, liegt irgendwo. Okay. Wow, das war sogar mal ein Büroraum gewesen. Hier ist Tapete drin. Hier stand mal ein Ofen. Ein Obdachloser bestimmt gepennt. Das ist ja hier, das ist eine Decke, also das hat man hier alles so ausgelegt. Und hier wird mal eine Zeit lang vielleicht jemand geschlafen haben. In diesem Raum ist es auch ein bisschen wärmer als in der Halle, finde ich, oder? Ja. Ja. Oh, der Teppich, der hat eine tolle Struktur. Ne? Also, der geht schon. Oh, krass. Okay. Kühlhaus und dennoch ein extra Büroraum. So, dann können wir gleich in die nächste Etage. Schauen wir nochmal hier auf in den Büroraum. Ja, das ist, wo wir ja gerade hergekommen sind. Le Café. Vielleicht wurde hier mal Kaffee gelagert. Später. Ja, da sind wir ja gerade hergekommen. So, die konnte man mal. Oh, die kann man. Oh, das ist gerade eine doofe Idee gewesen. Ja, kann man mal so rausgucken. Und dann machen wir das wieder. So. Hallo. Geht das nicht mir zu? Doch, jetzt. Es gibt so Sachen, da sollte man einfach die Finger lassen. So, das ist die dritte Etage. Ja, das sieht so aus, dass hier früher mal Kaffee gelagert wurde. Hier ist abgeschlossen. Und da kommen wir bestimmt von der anderen Seite rein. Ja, hier kleben überall Kaffeeplakate. Ach so, hier, ganz einfach, guck mal. Ja, okay, super. Hier liegt noch ein bisschen Verpackungsmaterial rum. Ne, das ist was anderes. Da waren Teerbahnen drin. Okay, hier ist man übers Dach raus. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich das machen sollte.
So Leute, kleine Zwischensequenz. An dieser Stelle mache ich erstmal einen Cut. Denn am Ende des Videos haben wir festgestellt, dass es schon wieder ein sehr langes Video wurde und es gar nicht geplant war, so lange hier drin zu sein. Aber man hat doch immer wieder neue Räumlichkeiten entdeckt und irgendwie auch, man dachte, man ist am Ende. Daher mache ich jetzt hier einen Cut. Wird zwei Teile, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Haut rein. Ja.